So, der Plauderstuhl ist ausgegraben. Ja, heute machen wir mal ein Kommentare kommentieren Video, wo ich auf manche Kommentare eingehe und Fragen beantworte, die unter den Videos gestellt worden sind. Aber fangen wir mal gleich mit an. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Habe ich hier Internet? Ich hoffe, das würde es mir eindeutig einfacher machen. Ja, es funktioniert. Geil. Sonst habe ich hier nie Internet. Zur Info, das Video wurde, heute ist der 4. Juni. Das heißt, alle Videos, die nach dem 4. Juni jetzt gekommen sind und da Kommentare drunter kommen, dazu habe ich dann jetzt keine Antwort natürlich. Aber zu den anderen Kommentaren habe ich auf jeden Fall was da. Weil es gibt ein, zwei Sachen, die nerven mich. Und ja, auch viele gute Sachen. Zum Beispiel, wo ich das Video gemacht habe, mit dem, wo ich dann jetzt mit den Tage geholt habe. Haben viele geschrieben, ja cool, ich finde es toll, dass du den Clips weitermachst und hier, na, fand ich sau cool, wie viele Leute sich auch gefreut haben darüber, dass ich den weitermache. Das hat mich positiv überrascht und ja, ich mache ihn weiter. Was mich zum Beispiel nervt, bei den, wo ich mein Coupé zu BBM gebracht habe, Kommentare wie, das Geld hätte ich in 4 neue Reifen investiert. Bau doch lieber für das Geld eine 2,8er Maschine ein. Man kann sich auch schön, Dinge schönreden. Ich habe ja dazu gesagt, damit schöner klingt, tue ich mal aufrunden. Ja, ich weiß, die Software kann man sich drüber streiten. Ich wollte einfach mal unbedingt wissen, auch was überhaupt bei dem Motor generell jetzt halt auch geht, weil man hört immer, da geht nichts, da geht nichts, da geht nichts. Ja, an dem Motor ist, braucht man sich wirklich die Sinnfrage stellen, ob man nicht gleich sich einen 328er Motor mal baut oder halt einen M52 B28, weil den kriegst du auch für 600 Euro hinterhergeschmissen. Ja, logisch. Aber ich finde, der Motor, wie er da ist, mit seinen knapp 300.000 Kilometer, er verliert kein Öl, er hat seine volle Leistung. Ist komplett gepflegt, jetzt die Warnung ist auch neu gemacht. Warum soll ich jetzt den Motor rausschmeißen und eben mir einen Motor reinschmeißen, wo ich nicht weiß, wie der Zustand ist? Dann müsste ich ja auch komplett wieder aufmachen, komplett den Motor revidieren. Und da habe ich einen Motor, der funktioniert. Und mir haben die ganzen TÜV-Prüfler in Nürnberg gesagt, es bringt nichts. Oder die tragen mir keinen Fächerkrümmer mit dem Endschalldämpfer ein. Und manche haben so, lass es lieber. Das kann man schon machen, aber lass es lieber. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, für das Geld kann ich auch zu BBM gehen. Da bin ich wenigstens mal drüben bei denen, kann mir den Laden anschauen, kann ich auch mal zu JP vorbeischauen. Dann habe ich was von meinem Geld, habe ich auch was gesehen und weiß auch, und ihr wisst ja jetzt auch, was das ungefähr an sich bringt. Deswegen ist es halt für die Allgemeinheit auch zu schön zu wissen, weil ich sehe es ja teilweise auch in den Foren und teilweise die Leute fragen, was kann man an einem 320i machen, was kann man an einem M43 Motor machen, was kann man da machen, was kann man da machen. Da hast du immer nur den Kommentar, bau dir einen Sechszylinder ein, bau dir einen großen Sechszylinder ein und mach das. Aber speziell auf den Wunsch oder was man gerne mal ausprobieren möchte, darauf wird eigentlich nicht eingegangen. Und finde ich eigentlich mal auch zu sehen. Ja, und an das Geld, was ich dann reingesteckt habe in das Auto, 8 neue Reifen und Komplettlackierung, entrostet, schieß mich tot, Felgen, bla, hier, ihr habt es gesehen, ist das Geld eigentlich Peanuts. Na, klingt zwar vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich habe jetzt halt wirklich 20.000 Euro in mein Coupé reingesteckt. Da sind die 400 Euro nicht wirklich jetzt ausschlaggebend, wo ich sage, oh, jetzt gehe ich in die Ruin. Man kann es vielleicht sehen als, als
Kur für den Motor, damit er einfach ein bisschen schöner und ruhiger läuft. Weißt du, wie eben die Banos läuft jetzt auch schöner und kräftiger. Ja, ich hoffe, auch gerade die Leute, die das Auto ja nicht kennen und das Video gesehen haben, es ist einfach, ich wollte es ausprobiert haben und es tut dem Motor auch nicht, ist ja nichts Schlimmes. Egal, anderes Thema. Da haben mich auch einige angeschrieben, mich ja den Eclipse, den ich jetzt gerade schlachte, wegen Teile. Klar, Teile habe ich da. Hier eine komplette Auspuffanlage bis auf Endschalldämpfer. Ja, obwohl, den Endschalldämpfer tue ich auch verkaufen. Das ist von Magnaflow, wenn er bis jetzt nicht schon verkauft ist. Den Motor, den tue ich zerlegen und ein bisschen dran rumdoppeln, was ausprobieren, weil ich liebe es einfach. Ich möchte halt generell Erfahrung, Wissen und Können mir aneignen. Und an sich habe ich sowas noch nie gemacht, so einen Motor komplett aufbohren, planen, Zylinderkopf, also klassisches Tuning, habe ich eben, sowas lernt man an sich nirgendwo speziell, wo es an jeder Ecke, ne? Da muss man sich schon explizit drüber schlau machen und das möchte ich eben hier ausprobieren, hier lernen und ich möchte jetzt doch den Turbo draufklatschen und mir halt eben Erfahrung sammeln, weil ich habe ja zwei Motoren da, wenn mir der durch den Turbo flöten geht, aber ja immer noch den. Auf jeden Fall, ja, ausprobieren. Teile sind noch da, den zerlege ich und zerrupfe dann und bringe dann zum Schrott. Da ist es schon im Prinzip fast zerlegt. Was hat er noch dran? In den Ausstattung hat er immer Achsen hat er halt dran, ne? Ein bisschen Elektrik hat er noch. Wie viel Newtonmeter, mit wie viel Newtonmeter hast du das Kettenrad eingestellt, fragt Alex Foley. Da habe ich drauf geantwortet, ich glaube, das waren erst 5, nein, das weiß ich noch auswendig, erst 5 Newtonmeter und dann 20 Newtonmeter. Und der Niklas, wo ich gefragt habe bei dem Steuergerät-Video, ob ich jetzt die 18 Zoll drauf tue und er gleich 18 Zoll, Digga, Sparko, geil, Beste der Welt. Niklas. Ja. Hier im Englischer, wo ich mein allererstes Eclipse-Video gemacht habe, von dem hier, der über mir ist, mein Carporn Sound and Drive Video, hat sich ein englischsprachiger Mensch beschwert, dass der Titel in Englisch ist. Ja, wie soll ich das Video sonst nennen? 1992er Mitsubishi Eclipse 1G 250 PS Carbon Sound and Drive. Wie würde ich das Ganze nennen? Also, Testfahrt gibt schon das Format und ah, ich finde es an sich eigentlich auch ganz cool, weil das halt auch die Suchleiste triggert, weil die Leute suchen nach Carbon Sound and Drive, vielleicht Testfahrt. Vielleicht ein kompakteres Titel. Ich weiß nicht, könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr denkt, wie man das nennen kann. Auf einer freut sich. Hier der Dieter Müller freut sich. Ach, dasselbe Schild habe ich auch in der Halle. In der Garage. Ja. Ich finde das Schild auch cool. Also, passt schon. Thront hier über alles. Einer fragt zum Beispiel auch noch, wo ich die Warnmaus überholen habe lassen. Ob man nicht gleich die Kette beim M52 mitmacht, wenn es schon mal offen ist. Wie gesagt, Kette braucht man beim M52-Motor eigentlich so gut wie gar nicht beachten. Es sei denn, das wurde wirklich mit 10 Jahre lang kein Ölwechsel gemacht und alles schon angeschliffen. Und wenn regelmäßig der Ölwechsel gemacht worden ist, braucht man eine M52-Kette eigentlich rein gar nichts machen. Selbst bei den M54-Motoren nicht. Generell M-Motoren sind die Ketten unproblematisch. Warum? Weil einfach die Ketten so dick sind, dass sie einfach sich nicht längen können. Heutige Motoren haben einfach dünnere Ketten, eingliedrige Ketten. Da ist halt das Problem, dass sie sich längen können mit der Zeit, sind aber an sich laufruhiger und kultivierter. Deswegen sind auch, sagen manche, man nimmt einen Zahnriemen, weil du einfach dieses Laufgeräusch nicht hörst, weil das Metall, was sich ja
im Kreis bewegt, hörst du halt. Metall ist schwer, laut und macht Geräusche und deswegen heißt man dann von der zweigliedrigen Kette auf die eingliedrige Kette gegangen, weil die eben weniger Geräusche macht und sich Kunden beschwert haben, warum man die Kette hört. Jetzt haben sie eine Kette, die man nicht mehr so laut hört. Dafür haben sie Kettenprobleme, aber ja, genau. Weil jetzt auch einer fragt, ich habe meinen EBC-Bremsen, weil er schon Positives und Negatives gehört hat. EBC hatte teilweise Probleme gehabt mit dem Bremsbelegen, da sich der Kleber vom Belag, vom Klotz gelöst hat. Und die hatten eine Zeit lang Probleme, die sind aktuell behoben. Ich habe keine Probleme, die Bremsen so, weil die Bremsen haben auch jetzt nach bestimmt schon 5, 6, 7.000 Kilometer, wo ich die jetzt drauf habe. Gebremst habe, keinerlei Verschleißerscheinung, schaut alles gut aus. Ja, ich finde es Bombe, wie das bei anderen ausschaut, weiß ich jetzt nicht, aber ich jetzt in meinem Fall kann sagen, die EBC-Bremsen taugen, weil ich die Bremsklötze entgradelt habe, selbst wenn sie neu sind. Einer meint halt, bei neuen Bremsbelägen braucht man das nicht machen. Ich glaube, das auch gehört zu haben, aber ja, wenn sie schon mal in gerade sind, ist auch nicht so schlimm. Aber an sich bei neuen Belegen mit neuen Scheiben braucht man es nicht machen. Der Woody Woodpecker, der fragt, schreibt ja gerne mal unter meine Kommentare, hey, mach doch mal nochmal so ein Live-Quatschen wie zu deinem 500-Abo-Special. Das war cool, liebe Grüße. Ja, gerne. Ich habe das ja eh kein Geld mehr. Klar, der Kompakt kommt noch in die Halle, der kommt jetzt dann weg, dann wird das Getriebe beim Kompakt gemacht, dann wird der Himmel gemacht. Also ein, zwei Sachen kann ich noch das Jahr machen, aber ich bin geldtechnisch echt platt und deswegen muss ich schauen, dass ich trotzdem regelmäßig Videos mache. Ich möchte regelmäßig Videos machen und ich denke, ich habe auch Bock drauf, so ein Quatschen-Video zu machen, weil das hat wirklich 2 Stunden gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 2 Stunden ein Live-Video machen kann und die ganze Zeit quatschen kann. Und es hat mich echt extrem gefreut, dass ich da Leute gefunden habe zum Quatschen. Und deswegen gerne wieder, werde ich auch machen müssen, wenn ich mein jede Woche ein Video hochladen muss. Aber ich schaue mal, wie ich das einglieder. Ich denke mal, jetzt wenn das Video hochkommt, nächsten Monat, übernächsten Monat, so in dem Dreh habe ich schon vor, mal wieder ein Live-Video zu machen. Ja. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Genau, mein beleuchteter M-Schaltknopf, das kannst du bei eBay kaufen, bei einem BMW-Händler. eBay, bei einem BMW-Teilvertrieb, das ist ein BMW-Originalteil. Ja. Ah, hier genau, mein E36 Love Tribute Video. Ich finde es auch immer ganz cool, diese alle das Video feiern und einer schreibt, ja, ich habe geheult. Saugeiles Video zum Beispiel von Philipp Aprilla. Wo ist der Kommentar? Auf jeden Fall, einer hat geschrieben, er hat das heulen anfangen müssen. Ja. Und genau das wollte ich. Ich wollte das einfach die Leute, die das Auto lieben, sollten auch Gänsehaut bekommen und bisschen nostalgisch an den E36 denken. Ja. Andi Z fragt zum Beispiel, das war unter dem Street Culture Video, machst du alles an deinem Auto selber? An meinem E36 habe ich nicht alles selber gemacht, wie gesagt, die Lackierarbeiten, Karosseriearbeiten habe ich nicht selber gemacht, den Kundendienst mache ich nicht selber, weil ich einfach das Auto Chekhov gepflegt haben will, aber jetzt zum Beispiel bei meinen Eclipse Motor will ich selber zerlegen, planen, aufbauen, das möchte ich wirklich selber machen, damit ich einfach die Erfahrung und das Können und das Wissen habe und ich möchte schon wirklich alles selber machen und ich möchte mir das auch alles aneignen. Ich möchte wissen, wie Sauger-Tuning richtig funktioniert, auf was es dran ankommt, Fahrwerkstuning, Auspuff-Tuning und. Ich möchte das alles wissen, Turbo-Tuning, Kompressor-Tuning, ich möchte das alles wissen. Deswegen habe ich vor, auch alles mal zu machen. Deswegen,
abonnieren. Ihr könnt dabei sein. Und wenn ihr Bock habt und mich auch unterstützen wollt, könnt ihr mich auch unterstützen. In der Infobox findet ihr einen Link zu PayPal oder zu Patreon, wo ihr mir eine kleine Spende da lassen könnt. Weil je mehr Geld ich habe, desto mehr und desto schneller kann ich auch anfangen, daran zu basteln, kompakt zu basteln. Auch an meinem Coupé weiterzumachen, weil ein, zwei Sachen müssen hier gemacht werden. Und da ist Geld die treibende Kraft. Also wenn ihr mich da unterstützt, das wäre super. Weil wenn ich das alles alleine mache, kann ich alles alleine finanzieren. Aber das dauert halt, wie gesagt, ewig. Weil mit 1000, unter 1000 Abonnenten verdienst du auf YouTube eben nichts. Weil du kannst ja kein Partner werden. Und deswegen erst ab 1000 Abonnenten. Und selbst dann brauchst du ein Jahr, um mal die erste Überweisung von 70 Euro zu bekommen. Beispielsweise. Ah, so. Deswegen, ich würde euch extrem danken, wenn eine kleine Spende kommen würde. Ja. Nein, das Internet versagt. Ah, zum Glück habe ich vorher Bilder gemacht. Screenshots. So, zu meinem Querlenker-Video, da hat auch jemand geschrieben, der Maurice Klein. Bin vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen, finde es gut, dass es noch Leute gibt, die Geld in anständige Materialien zum Erhalt eines E36 investieren. Ja. Es ist wirklich schwierig, einen unverbastelten E36 zu finden. Ich bin momentan dabei, den verhassten E36 kompakt aufzubauen. Mein erstes Auto und kann mich noch nicht von ihm trennen. Er war jetzt 2 Jahre abgemeldet. Mein Alltagsauto habe ich verkauft, E46 320i, und investiere das Geld nun in meinen kurzen. Und das, obwohl es nur ein 1,9er Vierzylinder ist. Emotionen sind nicht nur vom Motor, welcher sowieso nicht so schlecht ist wie alle meinen, abhängig. Außerdem ist es gerade das Schöne an der Sache, es einfach grundsätzlich anders zu machen als anderen. Einen ausgelutschten Sechszylinder zu fahren kann jeder. Ja, bin ich absoluter Meinung, weil mein 1,9er Kompakt, ich liebe den, wie der geht. Gerade die 2-Ventil-Technik-Motoren, die haben einfach rum ein bisschen mehr Kraft. Da denkst du dir, scheiße, geht der gut? Und wenn du dich in ein 4-Ventil-Technik-Auto reinhockst, dann kommt es dir unten rum ziemlich lahm vor. Generell, alles kommt dir wegen lahm vor, aber natürlich, wenn du die nebeneinander herfahren lässt, dann siehst du schon, dass der 4-Ventiler wesentlich schneller ist. Aber irgendwie von den Emotionen her finde ich auch den 1,9er gar nicht so scheiße. Klingt auch nicht scheiße. Und deswegen finde ich gut, dass du den aufbaust. Und ja, ich mag es auch nicht. Wie am Anfang gesagt, wo ich bei BBM war, die blöden Kommentare, bau dir einen gescheiten Motor ein. Ich finde sowas kacke. Einfach mal ausprobieren, selber machen, einfach anders machen. Ist ja nicht verkehrt. Und ich habe es auch schon in dem Video gesagt, wo ich Autos liebe. Ich möchte einfach nicht diese blöden Kommentare und kein Gehate, wie es einfach man einfacher machen kann. Sondern wenn jemand eine Frage hat, wie er es machen will, dann erklär es ihm, wie er es am besten macht. Auch wenn es unsinnig eigentlich ist. Wenn er Bock drauf hast, gib ihm dann Hilfe, wenn du es besser weißt. Ne? Und ja, einfach gegenseitig unterstützen, freundlich sein. Und dann kann jeder seinen Spaß haben. Der leckere Schinken hat kommentiert, hast du nicht Bock, einen D20 Targa zu kaufen? Den da? Ja, habe ich. Ah, genau. Und hier bei meinem BMW E36 AC Schnitzer-Auspuff-Video hat nämlich der Ritzbo geschrieben, wo bekomme ich die ABE von dem Auspuff her? Generell, wenn ihr Gebrauchteile kauft, könnt ihr einfach den Hersteller anschreiben. Ist absolut kein Problem. Hersteller anschreiben, ABE nachfragen oder telefonisch anrufen, E-Mail-Adresse durchgeben, zack, 2 Minuten später hast du die ABE für dein Bauteil da, sei es für Fahrwerk, sei es für Auspuff, sei es für Motor, sei es für Räder, egal, das
ist der einfachste und schnellste Weg und dann hast du es auf dem Computer, kannst du so oft ausdrucken, wie du willst. Kein Problem. Dann hier X-Bro X168 Bro. Hammergeil, schön, dass du jeden Schritt dokumentierst, hoffentlich auch in Zukunft. Folge die Umbauten am D20 wahnsinnig gern. Jo, mache ich auch weiter. Ah, Gott, das Video ist jetzt auch schon ein Jahr her. War zum Beispiel das Video mit dem Let's Talk über E-Mobilität, wo wir uns drüber unterhalten haben, wegen E-Motorsport, das halt ganze Motorsportgeschichte unter E-Autos schon ein wenig leidet, welche Emotionen, bla. Das ist schon wieder ein Jahr her. Klar, jetzt hat noch nicht JP mit den E-Tron-Autos gedönst und hier Videos rausgebracht. Aber was ich auch gesehen habe, wo dann der E-Audi, E-Rennsport-Audi da auf der Rennstrecke war, du hast halt nur diesen Audi 100 oder was das war, diese Rennbolide mit dem, du hast einfach nur den Benziner gehört, der nebenan gefahren ist. Und der hat einen verdammt geilen Klang gehabt und dagegen stinkt schon das E-Auto ab. Auf jeden Fall, der Kommentar von Asusu, E-Autos, also weil wir gesagt haben, E-Autos sind scheiße, weil Motorsport, ne, geht unter, oder was heißt geht unter? Was haben wir da gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie uns da zitiert, ihr ordnet also eure Gesundheit und die eurer Familie dem Motorsport unter. Gut, dass es von der Denkweise immer weniger gibt. Hm. An sich sehe ich das Problem. Das CO2, die Autos ausstoßen, ne? Ist an sich nicht so, wie soll ich das sagen? Ich finde es unsinniger, wenn zum Beispiel für Biosprit bestes Beispiel Biosprit, Regenwälder abgeholzt werden, um Biosprit zu fahren. Das Problem ist, wenn man Regenwälder abholzt, fördert man ja den Treibhauseffekt, weil das CO2, was man produziert, nicht abbauen kann. Generell die Monokulturen, die in der Landwirtschaft herrscht, dafür Regenwälder abgeholzt werden, generell auch für Tierfutter, was da an Regenwälder abgeholzt werden und die Landschaften, die da generell zerstört werden, da finde ich es wichtiger, wenn man auf eine gesunde Ernährung achtet, ausgewogene Ernährung achtet und nicht zu viel Fleisch isst. Damit tut man der Umwelt mehr Gutes, als wenn man auf Benzinautos verzichtet. Es gibt ja mittlerweile schon hat schon N24 berichtet oder Klicksum hat darüber berichtet, dass es schon einen Kraftstoff gibt, den man aus CO2 gewinnen kann, der dann klimaneutrale Abgase oder komplett umweltschädliche, komplett umweltfreundliche Abgase dann herauskommen. Und von daher, klar, der Liter würde aktuell Preis von 5 Euro, aber man kann quasi Oldtimer weiterfahren, man kann ohne umzurüsten einfach die alten Autos weiterfahren. Und die Entwicklung kommt von der deutschen Bundesregierung und von der deutschen Automobilindustrie. Und es wird eh in Zukunft, denke ich mal, so ablaufen, dass es E-Autos geben wird, die für Transportunternehmen oder generell, dann wird es noch Autos geben oder für Leute, die einfach sich in ein Auto reinhocken und das sie autonom von A nach B bringt. Und für die Leute, die Autofahren als Hobby haben, zum Beispiel Automotoren, dann würde es halt eben diesen künstlichen Kraftstoff geben, damit sie selber Auto fahren können und diese Fahrerlebnis haben, weil das Kraftstoff ist, weil der Kraftstoff ist klimaneutral. Und die Frage ist halt nur, wann es auf den Markt kommt, wenn dann die ersten Zellen reifen, also die ersten. Ich denke mal, dass mit dem Kraftstoff wird dann rauskommen.
wenn das autonome Fahren durch ist, wenn Ölkrise da ist und ja, das kommt mit der Zeit. Ich denke mal, Motorsport ist ein Hobby und das sollte man nicht so kritisieren. Ob E-Motorsport oder generell Motorrad-Motorsport, auch Motorsport. Ob ich mich jetzt meine Gesundheit dabei gefährde, ist mir relativ egal. Ob ich jetzt tanzen gehe, Kraftsport mache, mich mit irgendwelchen Mittelvollpump oder Freeclimbing mache oder Fallschirmspringen, das ist ja immer mit Eigenrisiko der Gesundheit verbunden. Das kann jeder machen, wie er. Ich denke, das Argument mit der eigenen Gesundheit bei einem Hobby ist Schwachsinn, weil irgendwo hast du immer ein Risiko. Selbst wenn du dich mit deiner Arbeit verheiratest, ist er immer noch Workaholic, hier Depression und Burnout. Ich denke, ist ein Schwachsinn zu kommen. Da, auch wenn er gut gemeint ist, aber man merkt halt Unwissen. Ja. Ich persönlich finde E-Autos unemotional. Selbst wenn sie mehr Leistung haben, wie zum Beispiel Automatikgetriebe, finde ich auch kacke, weil auch wenn ein Automatikgetriebe schneller ist, aber das Fahrerlebnis ist einfach mit einem Schaltauto intensiver. Ob du langsamer bist, auf einer Landstraße ist mir das scheißegal, auf einer Rennstrecke ist es wahrscheinlich was anderes, wenn ich das Schnellste mit dem Auto sein möchte. Aber auf der Landstraße generell einfach das Fahrerlebnis ist ein Schalter schöner. Und ich denke, das ist auch mit dem Verbrenner und mit dem E-Auto ungefähr das gleiche. Mit dem E-Auto ist komfortabler, mit einem Verbrenner emotionaler. Ja. Richtig gut geworden. Verflucht, ich habe geheult von Tim Offermann bei meinem E36-Video. Ja, mal. Viel gelabert. Ich kann schon wieder 20 Minuten lang sein, das Video, ich weiß nicht. Oh, 30 Minuten. Ja, ich glaube, ich sollte mal Schluss machen. Kommentiert gerne das Video, damit ich wieder was zum Kommentieren habe. Fragt mich Sachen, die ich dann wieder beantworten kann. Ich hoffe, das Video war etwas unterhaltsam. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Wir sehen uns. Servusle und Ade.